Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Palworld. So langsam lerne ich's. Ich habe gerade was Cooles rausgefunden. Und zwar, wenn man hier diese Beeren hat und die mit so einem Rechtsklick benutzt. Normalerweise sollte man davon ausgehen... Der Epi macht alles kaputt hier. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass hier zum Beispiel ist ein Feuerangriff, dass man das auch nur den Feuerpals beibringen kann. Aber ich kann das jedem beibringen. Ich habe es gerade mal getestet. Und zwar gehe... der Epi hat irgendwie ein Problem, glaube ich. Siehst du das auch? Ich hänge mit dem... Ja, jetzt nicht mehr. Schade, ich wollte dich jetzt von der anderen Seite gerade angucken. Ich habe es nicht verstanden. Ich dachte, ich komme darüber. Du hast aber jetzt also auch die Ernte Dings ja, weil okay. Verbesserte habe ich freigeschaltet ja, gehabt. Ja, ja, ich habe erstmal nur die normale, weil die andere irgendwie zu viel an Munition oder so, glaube ich, gekostet hat. Wobei die weiter sein soll, glaube ich, ne? Ja, die ist weiter, ja, ja, aber ich glaube, das Reparieren ist eher das Problem. Ich habe dem Joltok gerade so einen Düsterangriff beigebracht. Jetzt kann man hier draufklicken und dann sehe ich gerade, der ist natürlich weniger vom Angriff her als der. Das war ja wieder klar. Aber hier, das wäre jetzt die Düsterwelle gewesen. Die kann ich jetzt theoretisch hier reinsetzen. Das heißt, wir klicken dann einfach nur da drauf und dann kann man sich auswählen, welche von denen man haben möchte. Blöd in dem Fall ist natürlich, dass der weniger Angriff hat. Das wusste ich jetzt im Vorfeld natürlich nicht. Da, ja, muss man sich mal ein bisschen schlau machen vielleicht, wie viel Angriff die Einzelnen haben. Ich möchte ihn jetzt auch ungerne reinmachen, anstatt von der Elektroschockwelle, weil die ziemlich cool ist. Auch wenn die nicht ganz so stark ist wie der hier, aber die ist ziemlich cool. Und die Powerbombe, was auch immer das sein soll, das ist zwar ein Erdangriff, aber der ist auch ziemlich gut. Nee, neutraler Angriff, sorry, kein Erdangriff. Aber das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Also theoretisch könnt ihr alles, was ihr so hier eingesammelt habt, egal was das jetzt ist, ihr könnt zum Beispiel einem Wasser-Pokémon Gras beibringen oder so. Wenn ihr jetzt überlegt, okay, wir nutzen die Elemente, ich setze immer meine Elektro-Pals ein gegen Wasser-Pals, dann mache ich beim Elektro-Pal irgendwas, keine Ahnung, womit die unheimlich stark sind, also außer Elektro, und dann kann man das auch dementsprechend da reinmachen. Also da sind eurer Fantasie im Endeffekt keine Grenzen gesetzt und schon wird es hier dunkel und man sieht mich nicht mehr. Der Epi und ich, glaube ich, wollten dann als nächstes mal zu den Kröten hin, was ich blöd finde. Ich weiß natürlich, wo es ist und ich kann hinporten und du nicht. Nee, das machen wir aber nicht. Du zeigst mir den Weg. Das ja, aber ich muss einmal hinporten, um zu gucken, ob das wirklich da ist, wo ich das noch in Erinnerung habe. Und warum stehst du denn jetzt da hinten? Du sollst unser Essen kühlen. Hallo? Der ist am Ernten. Seit wann erntet der? Oh Gott, nichts läuft in dem Laden, wenn man nicht selber darauf achtet. Also, dem Epi werde ich in den Hintern treten, dem Pals werde ich in den Hintern treten und dann sehen wir uns gleich, wohin auch immer unser Weg uns verschlagen wird. Du hast vielleicht Ideen. Da musst du einen Leuchten im Flieger haben. Hier, Schatz. Habe ich freigeschaltet. Bei Privat. Hier habe ich es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich schon freigeschaltet habe. Ich glaube ja. Aber geht erst ab Level 22. Tragbare Laterne. Die wird dann einmal bei dir an die Hüfte gehangen, automatisch, wenn es dunkel wird, und geht automatisch zurück, wenn es wieder ausreicht vom Licht her. Wann gibt ihr zu Level 22? 22, aber du brauchst halt antike Punkte, um die freizuschalten. Ja, was ist denn hier? Wollen wir jetzt irgendwas. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten noch weiter. Genau, du wolltest mir den Weg da zeigen. Ach so, ja, genau. Genau. Also. Sag mir mal ungefähr einen Weg schreien, wo ich hin kann. Dann kann ich ja da schon mal hinporten. Ja, da warst du wahrscheinlich noch nicht. Zentralsee warst du wahrscheinlich noch nicht. Da sind die Bienen. Ja, dann sag doch mal, pass mal auf. Ich habe den Weg, Eingang zur Klamm. Da ist dieses Wasser, diese Azurbe. Das ist, da ist links, du musst was weiter nach oben. Hast du den Heuchlerhügel da drüber? Nee. Da ist
Elfidran als Boss daneben. So ja, ja da, da muss ich zur Sphäre des Eisvogels und würde dann darüber. Ich gehe da mal dahin und dann muss ich darüber. Also Heuchlerhügel hast du noch nicht. Nee, denn da muss ich dahin. Dann warte ich mal hier am Heuchlerhügel. Oh, oh. Hier sind auch ganz viele. Oh, hier sind auch die Schmetterlinge. Hilfe! Oh, oh du kannst mich mal. Scheiße. Hier ist auch ein Schmetterling. Kommen die dann immer im Rudel oder wie? Ja, bloß nicht die Schmetterlinge angreifen. Die greifen mich an. Ich habe da gar nichts gemacht mit denen. Schalte sie hier noch eben frei? Wo? Wo bist du? Ich war direkt neben dir. Ich kann hier nur nicht bleiben, weil ich nicht ewig lange hier hängen kann. Moment, oh. Ich komme wieder hoch. Ich weiß nicht, wo das ist hier. Ich wollte gerade noch einen holen. Deswegen haben die hier ein Lager, weil die hier Steinkohle haben. Ja, aber das da geradeaus über die Wilderer drüber. Ja, aber hier sind so Greifvögel und die Schmetterlinge auch. Oh, hallo? Geht's noch? Zu dem anderen Weg schreien da oben oder was? Nee, zu der Figur. Ja, Wegpunkt. Oder da unten zu der Figur hier. Ich weiß nicht, was du jetzt willst von mir. Ja, es gibt grüne Figuren und es gibt blaue Tage. Ja, aber hier unten ist auch eine grüne, deshalb will ich die jetzt eben mal holen. Hier ist eine. Aber hier sind auch Schmetterlinge und oh, hier sind eine böse. Ja, wie gesagt, mich haben sie nicht angegriffen. Da oben bist du. Da ist eine grüne? Ja, direkt unter mir. Ah ja. Und hier rechts von mir, da ist auch ein Dungeon. Ach, da ist auch ein Ei. Da ist auch ein Dungeon. Ich weiß aber nicht, was da so drin ist. Ich hoffe, da sind dann keine Schmetterlinge drin. Hier ist ein Schmetterling alleine. Ja, war eben auch, aber du sagst doch, die kommen dann direkt. Oder? Ja, wenn drumherum welche sind, auf jeden Fall. Oh, ne. Oh, ne, mit der kannst du es vergessen, glaube ich. Oder? Yes. Ja, doch. Mein erster Schmetterling auf diesem Speicherstand. Wo wolltest du denn? Moment. Muss mal eben da den Wegschrein da hinten freimachen. So, Zentralsee, der ist direkt hier gegenüber. Irgendwo, ich habe den gerade noch gesehen. Oh, da fliegt so ein nettes Ding rum. Ja, die kleinen. Nein, das habe ich jetzt wieder gemacht. Oh, Floppy, du wirst sterben. Oh. Achso, da ist er. Da unten. Nein! Jetzt greife hier nur keinen Schmetterling an. Hier sind unheimlich viele. Nee, ich habe gerade einen Floppy Disk mir geholt. Oh, hier ist ein Irokese. Den habe ich auch noch nicht. Der ist unheimlich schwer zu kriegen. Der hat mich direkt platt gemacht. Ja? Ich weiß zwar nicht, warum du den Irokese nennst. Du meinst diesen Robin Quill, oder? Ja. Muss ich wohl dazu sagen, ich war Level 17 oder 18 auf dem privaten und er war auch so 23 oder so. Also der hat mich direkt fertig gemacht. Ja, dein Vogel ist bald weg. Das Problem ist, du hast... Er ist weg. Und ich bin auch tot. Und er auch. Das ist... Ey, was ist das für ein Scheißtyp, ey? Warum kann man ihn nicht fangen? Und jetzt habe ich nichts mehr zum Fliegen, ey. Das war total dämlich, jetzt das so zu machen. Ja, ey. Aber du kannst hier direkt weiter. Wie kann ich hier weiter? Ja, ich kannst du eben zurück. Ja, muss ich, sonst bringt mir das ja nichts. Aber das Problem ist, ich hab keinen anderen Vogel. Ich müsste mir mal einen zweiten holen, dass ich wechseln kann. Höhle des klaren Wildbachs nennt sich das. Level 29er.
Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass die Eier, die man in höheren Gebieten bekommt, wohl bessere Pals haben sollen. Die wissen aber nicht genau, ob das Zufall ist oder ob das. Ja, greift das Ei an. Böses Ei, böses Ei. Wo bist denn du jetzt? Warte mal. Hä? Aber ich komme hier überhaupt nicht rum, ne? Keine Chance. Hier hinten komme ich nicht rum. Ach so, Ich muss da. wirklich. Ja, warte mal. Hier vorne gibt es aber einen Weg übers Wasser. Da kannst du rum. Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Wo? Im Prinzip hier die Richtung, die ich jetzt fliege. Und die du auch läufst. Da sind so Steine. Da müsstest du rüberkommen. Was heißt, da müsstest du? Da kommst du auf jeden Fall rüber. Jetzt auch noch eine Kiste. Oh. Oh, da ist aber so ein Wasser-Irokese. Oh, der greift mich doch wieder safe an, wenn ich da jetzt rübergehe. Nee, ich glaube, wenn du den nicht angreifst, nicht. Och, ja, Wolf, spring bloß nicht, ey. Ach, der ist im Wasser. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Nur keinen Schmetterling angreifen, bitte. Die Ja, ich sind möchte aber auch echt. einen haben. Ja, ach so, warte mal. Doch, der ist alleine hier. Ja, Ja, die anderen der sind. fliegt einen anderen hinterher. Soll ich ihn mal anschießen? Ja, mach doch mal. Oh. Jetzt, jetzt, Oh. jetzt. Nein, das reicht nicht. Oder? Doch. Ist hier oben Ich jetzt brauche einen wieder ein. silbernen Schlüssel. Oh, pass auf, pass auf. Oh, noch ein. Muss weg. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt bitte nicht die erste jetzt angegriffen. Nein, die sind aber Oh. aggro auf mich. So, das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich die Richtung ändern. Wir müssen also eigentlich um dieses Ding drumherum. Oh, hier links ist. Nimm du unten mal den Weg. Ich schon mal eben ein Ei hier oben. Und immer nach rechts halten. So, da ist einer, pass auf. Keine Ausdauer. Oh, da Hallo. ist hier sind diese Flop, diese kleinen Floppies. Ich will Floppy Disks. Ja, willst du noch welche Boah. holen? Ich habe ja gar keine davon. Hä? Ach so, ist der kaputt gegangen eben. Ja. Den einen habe ich. Oh, hier unten sind Wilderer gegen Schmetterlinge. Oh, die Ja, kriegen wir auf die konzentrier Fresse. dich auf den Floppy. Den habe ich doch hinein. Ja, aber du sollst den zweiten ja noch holen. Aua. Boah. Ist ein bisschen früh, oder? Ah, da oben ist noch was Blaues. Warte, Mist. ist ein Wegschrein. Warte, ist noch ein Pal. Eine Palsphäre. Nein, ich wollte runter, nicht hoch. Oh, hier ist ein Shiny! Was? Wo? Aber Ach, das habe ich von gerade diesen. gehört, ja. Aua. Oh, aber von diesen heftigen. Briss. Oh. Ich weiß nicht, ob wir den kriegen. Hier hinten. Ja. Oh, das kannst du nicht so angreifen. Scheiße, jetzt habe ich's geholt. Nee, nee, das geht jetzt erstmal zu den anderen. Oh. Ich habe eine Megasphäre, die ich nehmen könnte. Aber wir Was ist das müssen denn uns jetzt? erstmal. Nein, wieso greift der mich jetzt an hier? Bist du denn? Ich sehe dich. Ja, hier dieser Robin-Quill, der hat mich jetzt gerade angegriffen. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich bin so doof. Ich komme dann irgendwann auch nochmal. Ich habe keine. Och, ich habe keine Pfeile mehr. Ich kann einfach aufhören, ey. So eine Scheiße, ey. Hallo, steig ab von dem Vieh.
Ja, das kannst du vergessen. Oh, jetzt kommt dieser scheiß Robin-Quill da auch noch. Oh, er brennt, volle Kanne. Hm, deswegen habe ich Feuer genommen. Oh. Ich aber auch gleich, wenn er so weitermacht. Oh, ich bin eingedingt. Komm hier runter, komm hier runter. Nee, ich bin tot, ich bin tot. Nein! Ich bin tot. Bist du auch tot? Ja. Oh. Was war das? Ja, es war Schaden ohne Ende, Explosion von diesen Dingern. Nein, mein. Kommt er mit mir mit? Das Problem ist, die Sachen sind weg, ne? Ich glaube, das hast du nicht ausgeschaltet hier, ne? Oder? Bei welche Sachen? Oh. Ja, schon gut. Nee, wenn wir sterben, ist nichts weg. Ich bin doch nicht bescheuert. Also das ist was ich unbedingt vernünftig einstelle, ja? Ich kenne das ja aus Minecraft. Da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, wenn alles weg ist hier. Aber mein Pal ist auf jeden Fall auch mit dabei. Das ist schon mal gut. 18 Minuten noch für meinen. Was hat er jetzt gemacht? Och, willst du mich verarschen? Ey, was ist mit dem Spiel? Mann, ey. Nein, Überfall wollt ihr mich jetzt hier. Oh. Und ich habe keine Pfeile, ich habe nix. Schmeiß die rein, dass die... Hier gehen in das Gehege, sammel dir die Pfeile davon. Och, die auch noch. Welche sind das? Ja, nimm die einfach, das sind normale. Nein, welche Gegner? Die Menschen hier. Die Liga. Siehst du gar nicht auf die? Ich bin ja als Einziger am Zielen anscheinend. Hä? Da hinten läuft noch einer. Außer, dass ich durch den Schwanz von einem Pal hier gerade nichts mehr sehe. Hier unten ist doch noch einer, oder nicht? Ja, wieso habe ich kein Leben mehr? Mich verarscht. Wieso habe ich null Leben und bin trotzdem noch... Hä? Was ist mit dem Spiel gerade? Ich bin... Rüstung beschädigt. Das kann ich natürlich nicht sehen. Ja, das ist richtig geil. Ich kann nicht sehen, weil ich keine Fackel dabei habe. Boah, ich hasse das. Warte mal. Der kann mir auch ein bisschen Licht machen. Komm, greif sie an, Schätzchen. Greif sie an. Nee, ist weg. Der eine haut ab da hinten. Der ist immer auch auf Danger, aber der haut ab. Der kann's so hinterher, aber... Nee, ich bin hier im Einsammeln. Ich hab ein HP. Keine Ahnung, warum ich kein... Wie, du hast ein HP. Ja, ich hab ein HP. Oh, nee. Lars, hör doch auf mit dem Spiel. Komm, Schätzelein, wir reiten. Wieso hab ich jetzt die Viecher mit der Sphäre gefangen, ey? Ach nee, der ist, glaube ich, von oben, der hier nicht hochkommt. Jetzt kommt er hoch. Oh, Schätzelein, das mit dem Aufstieg, das üben wir aber nochmal, ne? Aber hast deinen Job super gemacht. Ich mach das jetzt anders, das geht mir ja. Also ein Level brauche ich noch. Dann, ich könnte auch ein antikes Badeset machen. Aber du ich kannst auch noch eine Toilette Level machen, hast du das gesehen? Ja, ja. Noch ein Level, dann kann ich dieses Pal-Flauschbett machen. Achso, ich bin jetzt Level 22. Warte mal. Reicht nicht. 24 musst du dafür sein. Nein, aber ich kann jetzt endlich die tragbare Laterne machen. Wo ist die? Ich verstehe das. Wo siehst du die? Rechts bei den anderen Technologiepunkten. Ah, Antik. Ach so. Ja gut, die, da komme ich, habe ich leider... Brotkasten. Ja, wenn du 22 hast, das Level. Und die Punkte, natürlich. So. So, nee, Moment. Wo sehe ich die denn, dass ich die... Ey, da brauchst du... Hallo, du brauchst 10 antike Bauteile dafür. Hast du das gesehen?
Ja. Nicht eins, zehn. Ja, um die einmal herzustellen. Aber so wie ich es verstanden habe, brauchst du die danach dann auch nicht mehr zu reparieren, weil die, du hast die automatisch dabei. Das heißt, nie wieder Fackel nehmen und Bogen tauschen, sondern du hast die. Hier ist das. Das ist doch die, die ich jetzt hier an der Hüfte hänge. Warte mal, wenn ich die mache, kannst du die da nicht benutzen? Müsste doch eigentlich, oder? Ja, aber es nützt ja nicht. Du kannst hier. Wir haben. Ey, wo willst du denn 20 antike Teile herholen? Hallo, ich hab doch noch welche. Okay, dann ist ja. Ist gut, dann mach einfach. Ach so, Hä? Warte mal. Da steht antikes Bauteil 10. Ja, 10 brauchst du. Ich hatte 18 bei mir drin. Jetzt habe ich nur noch 3. Hä? Also. Ach so. Ach ja. Hm, ich weiß warum. Was denn? Ich hatte mir den besseren Schild gemacht. Ja, der ist teuer, ja. Der kostet genauso auch zur Reparatur, so eine Scheiße. Nee, hier steht, regeneriert sich automatisch, nachdem er einige Zeit lang keinen Schaden nimmt. Ja. Aber er hat, geht trotzdem in Wert, also in der Dings, in den Balken runter und irgendwann ist er auch gut. Ja, hier steht's aber anders. Ja, das ist gut. Wenn er jetzt irgendwann kaputt wäre, dann wäre das ja Beschiss. Übrigens habe ich 2 Punkte in Technologie reingesteckt, relativ zu Beginn, glaube ich. Dadurch finde ich, man merkt schon den Unterschied. Es ist jetzt nicht so immens viel schneller, aber gerade auch wenn du einen Sattel machst oder so. Also da habe ich mich ja dumm und dämlich dran gestellt am Anfang. Ach so. Können wir die Werkzeugkiste machen? Ach, die für, um das zu verbessern? Hm. Ich weiß gerade gar nicht. Warte mal, komm mal nach hier, hol mal eben die Pfeile ab, weil sonst kann ich da nicht weitermachen. Moment. Kann ich die... Doch, freigeschaltet hatte ich die doch schon. Aber schon vor einiger Zeit, meine ich. Wo sind meine Pfeile? Die sind noch hier drin. Nur wenn ich jetzt... Da. Ja, ich habe noch nicht fertig gebaut, wie gesagt. Hier. Metallbarren brauchen wir da noch 30. Hä, ich hatte doch so... Haben die jetzt da nicht weitergemacht? Ich hatte 42 da reingeschmissen. Zu machen. Hallo, Leute? Hä, die sind weg. Wollen die mich verarschen? Jetzt kann ich nur noch 2 machen. Ich habe hier 42 reingemacht und keine abgeholt. Wohin habe ich mich? Aber lassen die reingemacht. Ja, bevor wir losgegangen sind. Na, nee, dann habe ich eben, wenn wir gekommen sind, habe ich hier die Kiste getan. Ja, anscheinend nicht, weil die sind nicht mehr, oder? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, Leute. Warum seid ihr immer so faul, wenn ich nicht da bin? Wieso macht ihr immer erst weiter, wenn ich hier wiederkomme, hä? Ihr Drecksäcke. Ihr faulen Hunde. Immer wieder muss ich hier mit dem Knüppel kommen, damit ihr überhaupt arbeitet. Oh, jetzt geh doch nicht direkt hier in mein... Sag mal, was machst du denn da oben? Fauler Hund. Mach mal weiter hier. Mach mal deinen Job. Was ist hier mit dem... Das Ei, das braucht auch noch 7 Minuten. Ich würde sagen, ich... Schneid den Rest hier mal raus und wir sehen uns dann gleich zum Abschluss nochmal, wenn das Ei fertig ist. Bis gleich. Der Epi ist überhaupt gar nicht mehr da, weil irgendwie Discord anscheinend gerade abgestürzt ist. Ich hoffe, wir kriegen es dann trotzdem noch mit dem Ei. Ja, warte, nimm mal die Pfeile hier raus. Ich habe jetzt dummerweise einmal die Pfeile zwischendurch rausgenommen, weil ich eigentlich weitermachen wollte. Es ist so dämlich, dass man da nicht einfach weitermachen kann. Ja. Ich nehme die raus. Ich muss noch eine Minute warten. Dann ist mein saftig grünes Jumbo-Ei fertig. Aber wir sollten noch mal gucken. Wollten wir nicht... Was wollten wir? Ach, du wolltest mir die... Ich wollte jetzt erstmal die 20 Sekunden aufs Ei noch warten. Dann wollte ich die Folge beenden und dann wollten wir wegen den Turtles... Endlich diese Schildkröten. Ja, genau. Und das machen wir dann auch. Wir lassen uns nicht ablenken von irgendwelchen anderen Sachen. Also du vor allen Dingen. Doch, das Ei. Das Ei ist wichtig. Also. 5, 4, 3, 2. Okay, nach 3 ist er ausgebrütet. Auch gut. Nehme ich einfach mal so hin. Ich wollte zwar eigentlich schön runterzählen. Hey, warum habe ich so viele Dinge hier drin? Ah! Oh. Ah!
Ich mach dir auch eins rein. Ich wünsche dir, dass das gleiche rauskommt. Was hast du gekriegt? Oh, ich zeig's dir. Ich darf es nicht sagen. Ich muss es dir zeigen. Warte, warte. Ich tu mal eben meinen Pinguin dafür rein. So. Da. Den da. Den hab ich auch. Ja. Heftig. Der geht jetzt auch Holz fällen. Irgendwie wollen sie ja alle Holz fällen. Aber der macht das mit dem Schwanz. Guck mal. Oh, ich dachte zuerst, er schuppert sich. Nee, der haut das mit seinem... Jetzt geht er wieder weg. Da hat er keinen Bock mehr. Jetzt macht er auch Wasser. Ach, nee, der sieht aus. Ja, der kann mehrere auch. Sachen. Und da der eine hier, dieser Slimy-Typ hier, zu faul dazu ist. Obwohl, den könnten wir eigentlich mal anstelle von dem Gumos hier machen, oder? Der ist dann zwar nicht nur hier dran, aber also, der würde dann zwischendurch immer mal ein bisschen Holz fällen. Der ist auch schneller als der, denke ich mal. Ja, also wir brauchen entweder irgendwie neue Kisten. Eins. Irgendwie, ich kann das Zeug alles nicht irgendwie wegtun. Level 2, ja. Pass auf, ich setze den mal hier rein. Nee, warte. Damit du weißt, dass das meiner ist. So, der heißt Gameplayerins Dino, ja? So. Da lässt du die Finger von. Plupp. Hast du dir jetzt die... Ja, die hast du rausgenommen. Sehr schön. Hilft der mir auch? Nö. Aber dafür guckt der mir süß zu. Hat ja auch was für sich, ne? Ja, da würde ich mal sagen, weil er mich jetzt gerade so süß anguckt, beenden wir jetzt hier erstmal die Folge und dann gucken wir, dass wir in der nächsten Folge die Reise zu den Schildkröten nochmal machen, damit der Epi auch dahin kommt. Aber ich sag dir jetzt schon mal, die sind richtig blöd dagegen zu kämpfen. Okay. Also ich habe das im Flug gemacht, aber ich... jetzt kommt er seine Arbeit schon wieder. Sag mal, ist der krank eventuell? Ist ein bisschen müde, deshalb scheint es, dass er nachlässig ist. Ja, soll er sich doch hinlegen. Warum legt er sich da nicht hin? So. Ist ja nicht so, als ob wir die jetzt hier ausbeuten oder so und die jetzt hier nicht schlafen dürfen. Sind wir doch nicht hier in China. Soll ich mal eben vorher nochmal Metall holen, weil wir brauchen noch... Ich gehe mal kurz Metall holen, aber du kannst schon mal abmoderieren oder wie auch immer. Ja, ich habe gerade abmoderiert. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.